Guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor unserem ersten Heimspiel in der diesjährigen Saison in der UEFA Europa League. Gegner morgen hier in der Arena um 19 Uhr ist Asteras Tripolis FC aus Griechenland. Für Sie oben als Gesprächspartner auf dem Podium unser Cheftrainer André Breitenreiter und unser Spieler Sascha Ritter. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού εντός έδρας της ομάδας μας αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε για τη συνέντευξη στη διάθεσή μας τον προπονητή, τον κύριο Breitenreiter και τον παίχτη, τον κύριο Ρίδρα. Bei Fragen darf ich kurz bitten, das Handzeichen zu geben und dann kommen meine Kollegen mit dem Mikrofon, sodass alle auch die Frage hören können. Εάν έχετε ερωτήσεις, σηκώστε το χέρι για να σας φέρουν το μικρόφωνο. Erste Frage, Jan Wochner und dann Jens Greinke. Hallo Herr Ritter, Hallo. Ist eine profane Frage, aber wie sieht es auf dem Schalker Stimmungsbarometer aus? Ja, im Moment ist die Stimmung natürlich super. Wir haben eine klasse Serie hingelegt und wir sind eine Mannschaft voller Selbstvertrauen. Und ich glaube, man sieht auf dem Platz, dass da auch wirklich eine Mannschaft ist, wo der eine dem anderen alles gönnt, wo der eine für den anderen läuft. Und man sieht, was dann am Ende dabei rausspringt mit den Siegen. Und wir sind da voller Selbstvertrauen und wir wollen den Weg jetzt weitergehen. Η ερώτηση στον παίκτη, στον κύριο Ρίτερ, μια κοινή ερώτηση: ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Άλλωστε, έχουμε ήδη ένα πολύ καλό σερί. Στεκόμαστε καλά στο γήπεδο. Με τους συμπαίκτες μου συνεννοούμαστε πολύ καλά. Αυτό έχει βέβαια και επίχυση. Βλέπουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε φέρει και πιστεύω ότι όλα είναι καλά αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Die nächste Frage hat Jens Greinke hier vorne. Nee, hier vorne. Entschuldigung, einmal vierte Reihe. Nee, vierte Reihe bitte. Wenn ich es richtig gezählt habe, ja. Danke. Herr Breitenreiter, Sie haben jetzt fünfmal in Folge mit Ihrer Mannschaft gewonnen. Wie verhalten Sie sich als Trainer angesichts der Euphorie, die ja auch herrscht? Treten Sie da eher auf die Bremse oder wie verhalten Sie sich da? Ich glaube, wir verhalten uns alle ganz normal. Wir genießen natürlich den Augenblick und ich glaube auch zu Recht. Und man darf sich nach so einer kleinen Serie, die vielleicht auch für viele nicht zu erwarten war, auch mal sagen, dass das richtig gut war, dass die Jungs einfach super spielen, dass wir hervorragend arbeiten und uns diese Siege auch verdient haben. Aber wir sind auch so gepolt, dass wir natürlich weitermachen möchten und entsprechend gibt es an unserer Außendarstellung nichts zu ändern. Wir bleiben weiter bescheiden und auf dem Teppich und wollen einfach durch Leistungen überzeugen. Η ερώτηση προς τον προπονητή. Κύριε Breitenreiter, έχετε 5 σερί νίκες. Υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στην ομάδα και πώς νιώθετε γενικά? Φερόμαστε κανονικά. Φυσικά νιώθουμε πάρα πολύ καλά έχοντας αυτό το σερί νικών. Όμως προσπαθούμε να παραμείνουμε με τα δύο πόδια στο έδαφος. Είναι καλό σερί, χαιρόμαστε ιδιαίτερα, όμως προσπαθούμε να παραμείνουμε στο έδαφος και φυσικά προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις νίκες. Hier ist die nächste Frage. Ja, also, Tobias Scheffel von Sat.1. Herr Breitenreiter, es ist jetzt ein Video bei YouTube aufgetaucht, wo sich ein Holländer in Ihr Training geschlichen hat. Sie haben den Spaß mitgemacht. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht das nochmal ganz kurz beschreiben und warum Ihnen das, sag mal, warum Sie das nicht gestört hat, dass da jemand auf dem Platz ist, der da eigentlich nichts verloren hat. Also die Aktion liegt ja schon etwas länger zurück. Es war Ende August, Mitte, Ende August. Wir waren natürlich schon sehr überrascht, als dort ein Trainingsgast zwischen uns weilte, den wir in dieser Form nicht erwartet hatten. Nachdem er das erstmal sich eine Kugel genommen hat, war uns auch relativ schnell klar, dass es sich um eine eher lustige Aktion halten soll, weniger um einen tatsächlichen Probespieler. Und man hat ja im Grunde dann nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die ihm wegzuschicken, ja, und den Spaß nicht mitzumachen, aber wir sind ja alle auch so aufgestellt, dass es für uns wichtig ist, Spaß auf dem Platz zu haben, Freude zu vermitteln. Und ja, entsprechend haben wir ihn dann auch im Kreis als Probespieler vorgestellt. Habe eingefordert, dass die Jungs ihn genauso gut aufnehmen wie alle anderen Neuzugänge. Und haben ihn dann ein bisschen individuell trainieren lassen. Ich denke, das war sehr rund, dass er nicht mit der Mannschaft mittrainiert. Im Ganzen ist natürlich klar, weil das Verletzungsrisiko dann viel zu groß ist. Aber so haben wir den Spaß mitgemacht und ja, für alle Beteiligten ein sehr witziger Tag. Στον προπονητή η ερώτηση. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και κυκλοφόρησε στο YouTube ένα βιντεάκι όπου ένας Ολλανδός τρύπωσε κρυφά στην προπόνηση της ομάδας και εσείς το επιτρέψατε, τον δεχτήκατε στην προπόνηση, επιτρέψατε να προπονηθεί στην ομάδα. Γιατί το κάνατε αυτό?
Αυτό έγινε, έχουν περάσει λίγος καιρός, έγινε τέλη Αυγούστου και σε μας προκάλεψε έκπληξη το γεγονός ότι είδαμε ξαφνικά έναν απρόσμενο καλεσμένο χωρίς να τον έχουμε προσκαλέσει στην ομάδα. Γρήγορα καταλάβουμε ότι πρόκειται για πλάκα και δεν πρόκειται για κάποιον παίκτη ο οποίος κάνει δοκιμαστική προπόνηση σε εμάς. Οπότε είχαμε δύο επιλογές, ή τον διώχνεις και δεν συνεχίζεις το αστείο, ή δέχεσαι το αστείο και αυτό κάναμε κι εμείς. Επειδή μας αρέσει να έχουμε και ένα ευχάριστο κλίμα στο γήπεδο στην προπόνηση, τον αφήσαμε να προπονηθεί λίγο μαζί μας. Τον συστήσαμε στους άλλους παίκτες σαν να είναι ένας παίκτης που κάνει δοκιμαστικά και έκανε την προπόνηση μαζί μας. Όχι όλη την προπόνηση βέβαια, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, αλλά όσο μπόρεσε έκανε. Die nächsten Fragen kommen. Merkst du bei der Dolmetscherleistung? Respekt. Von Sebastian Hochreiner, Jan Wochner und Jens Middendorf. Herr Breitreiter, ich glaube, das ist jetzt die dritte englische Woche hintereinander. Haben Sie bei einigen Spielern schon das Gefühl, dass Sie so ein bisschen müde werden? Und vielleicht dann auch die Frage an Sascha als Spieler, wie er so das Ganze wegsteckt. Naja, es ist auf jeden Fall klar, dass die Spiele in den Knochen stecken. Das kann man ja nicht bestreiten, denn wir haben einen hohen Aufwand in den Spielen auch betrieben, haben dort richtig Gas gegeben. Aber wenn man natürlich viele Spiele gewinnt und seinen Lauf auch nimmt, dann macht das einem ja auch Spaß und dann möchte man auch so schnell wie möglich wieder auf dem Platz. Und deswegen freuen wir uns ja auch auf morgen, dass wir morgen Abend wieder auflaufen können vor heimischem Publikum, vor unseren tollen Fans und ja, wiederholt alles rausholen, was geht und dann, wenn möglich, das Spiel auch zu unseren Gunsten entscheiden. Η ερώτηση προς τον προπονητή. Κύριε Breitenreiter, έχετε αρκετά παιχνίδια σερί, αυτό που λέγεται αγγλική εβδομάδα δηλαδή, πολλά σερί παιχνίδια. Υπάρχει κόπωση στην ομάδα και φαίνεται αυτό στους παίκτες. Όντως είναι κουραστικό, όμως όταν μπει κανείς σε αυτό το κλίμα, τότε θέλει να συνεχίσει να παίζει, ότι δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αύριο θα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι στην έδρα μας, αυτή τη φορά μπροστά στους οπαδούς μας και θα χαρούμε να έχουμε μια καλή απόδοση, ένα καλό αποτέλεσμα. Sascha, an dich ging ja auch noch der zweite Teil der Frage. Ich glaube, ich spreche da für alle Spieler. Man spielt lieber Spiele, als dass man trainiert. Und deshalb, gerade wenn wir jetzt so einen Lauf haben mit so vielen Siegen, dann kann man eigentlich kaum erwarten, das nächste Spiel zu bestreiten. Und wir freuen uns auf die Partie morgen und wir hoffen, dass wir die genauso gut bewältigen können wie die letzten Spiele. Η ίδια ερώτηση απευθύνθηκε και στον παίκτη και η απάντηση, ναι, φυσικά, και νομίζω ότι μιλώ και στο όνομα όλων των συμπαικτών μου, έχοντας και αυτό το σερί νικών, νιώθουμε ευχάριστα, είναι καλό να παίζει κανείς και ειδικά όταν κερδίζει, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα έχουμε δυνατότητα αύριο να έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και ελπίζουμε να έχουμε και εκεί μια νίκη. Jan Wochner ist der Nächste. Herr Breitenreiter, wenn ich ehrlich bin, vor Wochenfrist wusste ich noch nicht so viel über Tripolis. Mich würde interessieren, wie sah das bei Ihnen aus und wie viel Wert legen Sie generell auf Vorbereitung und Wissen über den nächsten Gegner? Sind Sie da einer, der sich nur eine kleine Mappe zusammenstellen lässt oder schauen Sie sich 3x90 Minuten an? Oder? Also Sie können sich sicher sein, dass wir uns mit jedem Gegner sehr ernsthaft und auch sehr akribisch beschäftigen. Selbstverständlich haben wir diesen Gegner mehrfach beobachten lassen, dass uns das selbst nicht möglich ist. Versteht sich von selbst bei der hohen Belastung, aber wir haben sie mehrfach gesehen. Wir haben viele Videoaufzeichnungen des Gegners und entsprechend werden wir auch sehr gut auf Tripolis vorbereitet sein. Sie haben am Wochenende 2-1 verloren, haben dort sehr variabel gespielt, 4-4-2, dann auch einmal zwischendurch ein 4-3-3, also unterschiedlich aufgestellt, haben Einzelspieler, die sehr gefährlich sind und deswegen wird das sicherlich morgen Abend kein Spiel werden, was wahrscheinlich, oder es wird nicht das Spiel werden, was sich viele denken. Ja, Schalke wird Tripolis ja leicht und locker aus dem Stadion schießen, auf keinen Fall. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die sehr gefährlich im Konterspiel ist, das auch in den bisherigen Spielen gezeigt hat und da werden wir aufpassen müssen und trotzdem natürlich dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken, unseren Lauf zu nutzen, unsere klaren, besseren Abläufe auch auf den Platz zu bringen und dann, wenn möglich, das Spiel auch zu gewinnen, damit wir dort gerade in der Euroleague auch nach 2 Spieltagen die maximale Punktausbeute haben. Η ερώτηση προς τον προπονητή, κύριε Breitenreiter. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα πολλά πράγματα μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες για τον Αστέρα. Εσείς πώς προετοιμαστήκατε για τον αντίπαλο? Φτιάξατε ένα φάκελο, παρακολουθήσατε, ας πούμε, 3 παιχνίδια του Αστέρα, πώς προετοιμαστήκατε?
Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε αντίπαλό μας τον αναλύουμε λεπτομερώς. Παρακολουθούμε την τακτική του, παρακολουθούμε βίντεο σε παιχνίδια, σε βίντεο και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για τον Αστέρα αύριο. Ξέρουμε ότι έχασε το τελευταίο του παιχνίδι με 2-1. Ξέρουμε ότι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού η τακτική ήταν 4-4-2 ή 4-3-3, διαφορετικές τακτικές. Ξέρουμε ότι έχουν μεμονωμένους παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ επικίνδυνοι. Οπότε αύριο δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι όπως ίσως σκέφτονται πολλοί, ότι θα τους βάλουμε πολλά γκολ και θα φύγουν. Όχι, περιμένουμε έναν δυνατό αντίπαλο. Εμείς πρέπει να προσέξουμε να κρατήσουμε το δικό μας ρυθμό, να επιβάλλουμε το ρυθμό, να δούμε πώς θα σταθούμε καλά στο γήπεδο, να δείξουμε τα δυνατά μας σημεία και ευχόμαστε έτσι να πετύχουμε άλλη μια νίκη. Ιδιαίτερα επειδή στο Europa League, που είναι και το πρώτο μας παιχνίδι εντός έδρας, θέλουμε να έχουμε μια καλή πορεία. Die nächsten Fragen kommen von Jens Middendorf, dann Raphael Wieswig und Peter Müller. Herr Breitenreiter, wie sehen Sie im Moment die Leistung von Ralf Fährmann und schickt er sich in dieser Form an, die Nummer 2 in Deutschland zu werden? Ja, Ralf ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat nicht nur jetzt in den letzten Wochen sehr spektakulär auch gehalten, sondern überzeugt er schon durch Leistung auch in den letzten Jahren. Er ist neben seiner sportlichen Qualität, die er eindrucksvoll unter Beweis stellt, auch ein super Typ, sehr ehrgeizig, lernwillig und ein absoluter Teamplayer. Und alles Weitere liegt nicht in seiner Macht, in unserer Macht, sondern ob er mal eingeladen wird, entscheidet ganz allein der Bundestrainer, der natürlich viele Optionen hat in Deutschland, weil wir hervorragende Torhüter haben. Ich bin davon überzeugt, dass Ralf zu den Allerbesten gehört. Η ερώτηση προς τον προπονητή, κύριε Breitenreiter, πιστεύετε ότι ο τερματοφύλακας ο Ralf Fährmann είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και μπορεί να είναι το νούμερο 2 στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας? Ο Ralf είναι ένα σημαντικό τμήμα της ομάδας μας, πρέπει να πω, και τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει πάρα πολύ καλή απόδοση. Είναι φιλόδοξος, είναι team player, παίζει καλά με την ομάδα, έχει ενσωματωθεί και πάνω απ' όλα είναι και καλός χαρακτήρας. Τώρα, αν θα τον καλέσει ο κύριος Λεύ στην Εθνική Γερμανίας, δεν το ξέρω. Πάντως, σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για την ομάδα μας. Raphael Wieswig ist der nächste, hier vorne. Herr Breitenreiter, meines Wissens nach sollte sich am Montag entscheiden, ob Marco Höger operiert wird oder ob die Verletzung konservativ behandelt wird. Ist da eine Entscheidung gefallen und wie geht es ihm aktuell? Die Mannschaft hat sich ja auch schon mit einem tollen Video an ihn gewandt. Ja, in der Tat finde ich das auch super. Das ist eine Aktion, die wie bei Mattia auch jetzt bei Marco einzig und allein aus der Mannschaft gekommen ist. Das war auf Anregung der Jungs dort. Ja, einem verletzten Spieler, für den es natürlich sehr bitter ist, zumindest mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auch zu unterstützen. Marco ist heute operiert worden und wir hoffen natürlich alle, dass er vor allen Dingen gesund wird und dann uns auch bald wieder zur Verfügung steht. Die Frage an den Proponenten. Ο παίκτης Höver τελικά θα εγχειριστεί ή όχι και πώς έχετε να σχολιάσετε αυτή την δράση την οποία οργάνωσαν οι συμπαίκτες του? Ήταν μια τέτοια δραστηριότητα η οποία οργανώθηκε από τους συμπαίκτες του. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό, όπως και στην περίπτωση του Ματία και στον Μάρκο, ο οποίος εγχειρίστηκε σήμερα και του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και σύντομα να επανέλθει πάλι στην ομάδα μας. Πείτε με, λες, δεν έχεις τηλεφώνο. Ich würde gerne daran anschließen. Marco Höger ist jetzt noch einer weniger nach Julian Draxler, nach Matija Nastasic, jetzt der dritte im Grunde, von dem man ausgehen kann oder wo man sagt, man hat nicht mehr das gesamte Aufgebot zur Verfügung. Gerade die Jungen müssen jetzt häufiger ran als ursprünglich geplant. Sie machen das gut, aber muss man die als Trainer trotzdem, muss man deren Belastung dosieren oder lassen Sie sie laufen, weil sie eben auch gut spielen? Erstmal Dankeschön für das Kompliment. Des Weiteren, junge Spieler können laufen ohne Ende. Ja, deswegen sind sie ja noch jung. Also die verpacken Belastungen viel besser, regenerieren schneller. Und doch geht es bei uns ja auch nicht nur um die Jungen, ja, sondern wir haben eine hervorragende Mischung in der Mannschaft. Natürlich ist unser Kader klein und durch den Ausfall von Marco fehlt uns eine weitere Option. Aber auch das werden wir kompensieren. Wir haben viele Spieler, die die Mannschaft hervorragend führen können, die auch die jungen Spieler sehr gut führen, weswegen sie auch diese Top-Leistungen, wie sie sie momentan zeigen, ja, hervorbringen können. Ja, ob es Benedikt Höwedes ist, ob es Sascha ist, der neben mir sitzt, ob es Roman Neustädter ist, Dennis Aogo, der Hunter. Wir haben wirklich klasse Führungsspieler, die die Mannschaft sehr gut leiten. Und das ist sicherlich auch ein Schlüssel, warum die ganz jungen Burschen so gut funktionieren. Die Frage an den Proponenten.
Όντως, και για να παραμείνουμε στο θέμα του τραυματία παίκτη, ο Μάρκο είναι άλλος ένας τραυματισμός. Προστίθεται στην μακριά λίστα των τραυματιών παίκτων που έχετε, και ο Νάστα Ντράξιλερ κτλ. Ποια είναι η επιβάρυνση που έχουν οι υπόλοιποι παίκτες, και έχετε και νέους παίκτες στην ομάδα, και τι κάνετε εσείς ως προπονητής? Οι νέοι παίκτες έχουν αντοχή, είναι άλλωστε νέοι, έχουν αντοχές, μπορούν να τρέχουν. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το ρόστερ μας, ναι, μεν είναι μικρό, όμως βεβαίως θα μας λείψει ο Μάρκο, αλλά έχουμε άλλες εναλλακτικές, έχουμε άλλους παίκτες, είτε ο Ζάσο που κάθεται δίπλα μου, είτε ο Χέβεντες, είτε ο Νόισετ, είτε ο Αόγκο. Έχουμε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν τη λύση στο γήπεδο. Nächste Frage, Manni Hendriok, Jens Greinke, Sebastian Hochreiner. Die nächsten drei. Ja, genau. Herr Breitenreiter, Sie haben Benedikt Höwedes jetzt dreimal, glaube ich, eingewechselt. Ist er mittlerweile wieder so weit, dass er auch ohne Risiko von Anfang an spielen könnte? Und ist das möglicherweise sogar eine Idee für morgen Abend? Ohne Risiko meinen Sie in Bezug auf seine Verletzung, oder? Dass er einfach den Rhythmus, die Frau auch wieder hat mittlerweile. Ja, also was die Verletzung angeht, ist er absolut beschwerdefrei, das ist alles gut, weil sonst wäre er auch nicht im Kader dabei. Da muss er schon natürlich auch die hundertprozentige Fitness haben, was die Verletzung angeht. Er ist auf einem sehr guten Weg. Er hat jetzt durch drei Einwechslungen auch schon mal ein Gefühl bekommen, auf dem Platz wieder zu stehen, der Mannschaft zu helfen. Und das kann man auch mal so sagen, da gebührt ihm auch echt ein Riesenlob, denn als Weltmeister kann man ja auch sofort Forderungen stellen, wie auf dem Platz zu sein, aber er schätzt die Situation sehr realistisch ein. Erstmal eine funktionierende Innenverteidigung, darüber hinaus seine eigene Leistung noch nicht bei 100% zu sehen, das ist klar nach 3,5 Monaten, aber diese Selbstwahrnehmung, diese Selbstreflexion zu haben, ist total professionell, und wie er die Mannschaft mit seiner Anwesenheit unterstützt, ist großartig. Und doch wird er jetzt sicherlich auch wieder dran sein zu spielen, und vielleicht ist es ja morgen schon soweit. Η ερώτηση προς τον προπονητή, και αναφερόμαστε στον Höwedes, τον οποίο δεν τον έχετε από την αρχή στο παιχνίδι, δεν τον έχετε κάνει αλλαγές στα τελευταία παιχνίδια. Μπορεί να παίξει χωρίς κίνδυνο? Αν εννοείται ότι αν έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του, ναι, τα έχει ξεπεράσει. Βεβαίως, ναι, τρεις φορές τον έχω βάλει ως αλλαγή στο παιχνίδι, όχι από την αρχή. Έτσι έχει πάρει μια μικρή γεύση. Πρέπει να πούμε ότι του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί παρότι είναι πρωταθλητής κόσμου, έχει πάρει τον τίτλο πρωταθλήτριας κόσμου με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, δεν απαιτεί να είναι από την αρχή στο παιχνίδι. 3,5 μήνες έχει λείψει από την ομάδα. Είναι όμως πάρα πολύ επαγγελματίας, γιατί ο ίδιος έχει αυτή την αυτογνωσία, κοιτά τη δική του απόδοση και κοιτάει να υποστηρίξει την ομάδα όσο μπορεί περισσότερο. Die nächste Frage hatte Jens Greinke. Sascha gab gerade ein großes Lob vom Trainer. Du seist ein klasse Führungsspieler, wurde gesagt, gerade im Umgang mit den jungen Spielern. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du mit diesen Spielern umgehst, wie du auf sie einwirkst? Ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch geholt wurde. Mir wurde gesagt, dass im Kader viele gute junge Spieler sind, sehr talentierte Spieler, dass man dann auch den ein oder anderen älteren Spieler braucht, der da vielleicht die ein oder andere Frage der Jungen auch mal beantwortet, oder der da dem einen oder anderen Jungen auch mal sagt, jetzt ist hier mal Schluss, oder jetzt musst du, oder den einen oder anderen Ratschlag gibt. Und ich glaube, auf dem Platz sieht man einfach, dass wir da eine richtig gesunde Mischung haben, dass wir nicht nur Junge haben oder nicht nur Alte, sondern dass die Mischung einfach stimmt. Und dass wir auch außerhalb vom Platz in der Kabine, man sieht die ganzen Fotos, dass wir da immer gemeinsam auftreten. Und ich glaube, das ist das, was wirklich den Erfolg von uns ausmacht. Und wir freuen uns riesig, dass es bei den Jungen so klappt. Und dass wir den einen oder anderen Jungen da in der Mannschaft haben, die eben den Unterschied machen können. Und diesen Weg wollen wir weitergehen, und so werden wir auch weiterhin erfolgreich sein. Ζάσο, ο προπονητής σου απέδωσε και συγχαρητήρια. Είπε ότι είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά και ιδιαίτερα μπορείς να επηρεάσεις θετικά τους νέους παίκτες στην ομάδα. Πώς αισθάνεσαι? Άλλωστε, γι' αυτό ήρθα στην ομάδα. Στο ρόστερ υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες, ταλαντούχοι, όμως χρειάζονται δίπλα τους έναν έμπειρο παίκτη, ο οποίος μπορεί να τους υποστηρίξει, μπορεί να τους δείξει και μερικές φορές και ποια είναι τα όρια, πώς έχουν τα πράγματα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Άλλωστε, φαίνεται και στο γήπεδο το πόσο καλό μείγμα έχουμε στην ομάδα, που αποτελείται από παλιούς, έμπειρους και νέους ταλαντούχους παίκτες. Και στα αποδυτήρια όμως, αυτό που δεν φαίνεται, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και στις φωτογραφίες φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας μας. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Sebastian Hochrein ist der Nächste und danach darf ich dann um die, etwas weiter hinten. Und danach darf ich dann um die letzten drei Fragen bitten. Sascha, bei dir und Junior ist es jetzt so, dass ihr ziemlich häufig gewechselt habt. Wie erlebst du diesen Konkurrenzkampf und ist es eigentlich schwer, so wirklich im Rhythmus zu sein? So, dass Junior ein super Spieler ist, das hat man bisher gesehen. Und wir verstehen uns im Training oder außerhalb des Platzes eigentlich super. Jeder respektiert den anderen. Und ich glaube, deshalb stehen wir im Moment auch da, wo wir stehen. Egal, ob der eine oder der andere spielt, wir gönnen es dem anderen und wir jubeln zusammen und wir unterstützen uns da auch im Training. Und deshalb denke ich, hat man bisher alles richtig gemacht. Und es war klar, dass ein Spieler nicht die ganzen Spiele spielen kann, die ganzen 40 Spiele oder noch mehr. Und deshalb ist es, denke ich, ab und zu gut, wenn man vielleicht mal den einen oder anderen Spielern eine Pause gibt. Und wie gesagt, bisher hat das alles super geklappt und wir hoffen alle, dass es so weitergeht. Η ερώτηση προς τον παίκτη Ζάσα, εσύ και ο Ζούνο, ο παίκτης, εναλλάσσεστε. Υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ σας? Όχι, πρέπει να πω ότι ο Ζούνο είναι ένας σούπερ παίκτης, δηλαδή τα πάμε πάρα πολύ καλά εντός και εκτός γηπέδου. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Φυσικά παίζουμε στην ίδια θέση, αλλά μέχρι τώρα όλα πάνε καλά. Άλλωστε, δεν μπορεί ένας παίκτης να παίξει τα 40 και παραπάνω παιχνίδια τα οποία πρέπει να παίξει η ομάδα στην σεζόν. Οπότε είναι καλό να έχει κανείς έναν πολύ καλό συμπαίκτη. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις. Würde dann die Runde der letzten drei Fragen einläuten, so es noch welche gibt, jetzt die der griechischen Kollegen. Bitte schön. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον προπονητή. Ποιους παίχτες ξεχωρίζει από τον Αστέρα και τον παίχτη, αν έχει μιλήσει με τον Κάιτς, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στη Μάιντς, η οποία αποκλείστηκε από τον Αστέρα. Herr Breitenreiter, an Sie die Frage. Also zwei Fragen. Zunächst, welche Spieler würden Sie auszeichnen von Asteras? Und zweitens, der Spieler Keitz, der letztes Jahr bei Mainz gespielt hat, die sind zwar ausgeschieden in der Europa League, haben Sie mit ihm aber gesprochen über die Mannschaft, über Asteras? Mit Johannes Geis haben wir kurz gesprochen, kurz nach der Auslosung hat er uns seine Eindrücke vermittelt aus den Spielen gegen Tripolis. Was die Mannschaft von Asteras angeht, haben sie sicherlich vorne einen sehr gefährlichen Stürmer mit dem Janu. Nummer 99, der dort schon sehr erfolgreich war, ich glaube 4 oder 5 Tore geschossen hat in den Wettbewerben. Iglesias im Zentrum, ein Spieler, der auch aus der Distanz sehr gefährlich schießen kann. In der Spieleröffnung haben sie auch ganz gute Spieler mit Sakare und mit, wie heißt der nochmal, Guang. Das ist ein sehr guter Spieler mit einer guten Spieleröffnung, mit einem guten tiefen Pass. Und ja, insgesamt ist das eine Mannschaft, die sehr aggressiv spielt, die sehr gut presst, insbesondere in den ersten 15 Minuten. Und da müssen wir auf der Hut sein. Mit dem Johannes μιλήσαμε μετά την κλήρωση αμέσως. Και μου είπε 2-3 πράγματα για τον Αστέρα. Ναι, πρέπει να πω ότι για παράδειγμα το νούμερο 99, ο Τζανού, είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Έχει βάλει άλλωστε και 4-5 γκολ στους τελευταίους αγώνες. Ο Ιγκλέσιας είναι ένας πολύ καλός παίκτης επίσης, με πολύ δυνατό και γερό σουτ. Αλλά και Σακαρέ, Γκουόνγκ είναι πολύ καλοί παίκτες, έχουν πολύ καλές βαθιές πάσες. Γενικά, ο Αστέρας, περιμένουμε, από ό,τι έχει δείξει, παίζει πολύ επιθετικά, ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά, και περιμένουμε να παίξει αντίστοιχα και αύριο έτσι. Πρέπει να προσέξουμε. Yeah. Here's the next frage, genau. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι η Σάλκε πράγματι είναι το φαβορί του ομίλου, κατά την άποψή του και από την ανάλυση που έχει κάνει από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, ποια θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες πρόκλησης στον επόμενο γύρο? Στον προπονητή ερώτηση. Herr Breitenreiter, wieder an Sie die Frage. Wenn man davon ausgehen würde, dass Schalke das Favorit ist in der Gruppe, welche weitere drei Mannschaften würden Sie sagen, dass sie mehr Chancen hätten? Oder welche Mannschaft würden Sie sagen, dass sie mehr Chancen hat, um fürs Weiterkommen dann in der Gruppe? Ja, insgesamt ist die Gruppe sehr ausgeglichen. Also natürlich nehmen wir die Favoritenrolle an, aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, durch zu sein. Wir müssen erstmal morgen den nächsten Schritt gehen, um dann auch eine gute Platzierung einzunehmen. Gerade das erste Spiel zwischen Tripolis und Sparta Prag war sehr ausgeglichen, 1-1, sodass auch Nicosia sicherlich auch eine gute Mannschaft ist, die ja auch Champions League Qualifikation gespielt hat. Ich denke, da ist die Gruppe sehr offen. Wir wollen sehen, dass wir unter den ersten beiden sind, wenn möglich als Gruppensieger. Und ich denke, alle drei weiteren werden ordentlich Gas geben, dass sie den zweiten Platz einnehmen.
Είναι μια ισορροπημένη, είναι ένας ισορροπημένος όμιλος, πρέπει να πω. Βεβαίως, ίσως ναι, είμαστε το φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ήδη περάσει από τώρα. Ο Αστέρας, το πρώτο παιχνίδι με τη Σπάρτα, έφερε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, 1-1. Πρέπει να πούμε ότι και ο ΑΠΟΕΛ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει παίξει άλλωστε και προκριματικά Champions League. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, κατά προτίμηση την πρώτη θέση, και πιστεύω ότι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες θα βάλουν τα δυνατά τους για να ακολουθήσουν ή να προκριθούν. Στο προπονητή, μία ερώτηση. Πώς περιμένει να παίξει αύριο ο Αστέρας? Περιμένει μια σφιχτή αμυντική τακτική και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση ή κάπως αλλιώς? Και στον παίκτη θα ήθελα να μου πει ποιο είναι το στοιχείο με το σκάουτινγκ που έχει γίνει μέχρι τώρα, το οποίο υπολογίζει περισσότερο από την ομάδα του Αστέρα. Zwei Fragen zunächst an Sie, Herr Breitenreiter. Was erwarten Sie morgen von Asteras? Wie werden Sie spielen? Werden Sie defensiv kompakt stehen und dann versuchen, mit Kontern ein Tor zu erzielen? Oder was erwarten Sie? Und dann an Sie die Frage, was ist, wenn es überhaupt gibt, ein Element, ein Charakteristikum von Asteras, das Sie auszeichnen würden? Also, die sind in den letzten Spielen eigentlich immer so gestartet, dass sie gerade in den ersten 15 Minuten schon auch den Gegner vorne gepresst haben. Das mag sein, dass sie uns auch vielleicht morgen damit überraschen wollen. Ich vermute aber eher, dass sie sehr kompakt spielen und dann insbesondere durch ihre große Stärke dem Konterspiel auch nach vorne kommen wollen. Sie haben schnelle Spieler vorne, die ja die Räume nutzen. Und ja, ich denke, das wird sicherlich auch das Mittel sein, womit sie uns überraschen möchten. Ja, das kann ich dem Trainer nur anschließen. Der Trainer hat uns da schon den einen oder anderen Tipp gegeben, wie die Mannschaft wahrscheinlich spielen wird. Und deshalb gehen wir davon aus, dass sie sehr defensiv stehen und dann über ihre schnellen Spieler dann versuchen, durch Konter zum Abschluss zu kommen. Έχουμε δει και από τα τελευταία παιχνίδια του Αστέρα ότι στα πρώτα 15 λεπτά προσπαθούν να πιέσουν τον αντίπαλο. Ίσως μας εκπλήξουν και το κάνουν και αύριο. Εγώ όμως προσωπικά πιστεύω μια σφιχτή άμυνα από τον Αστέρα αύριο και να προσπαθήσει με αντεπιθέσεις να πετύχει ένα γκολ. Και ο παίκτης συμφωνεί με τον προπονητή. Λέει, μας έχει πει ο προπονητής ακριβώς αυτά τα πράγματα. Αυτές οι συμβουλές μας έχει δώσει είναι ότι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε από τον Αστέρα αύριο. Μια σφιχτή άμυνα και με αντεπιθέσεις να προσπαθήσουν να πετύχουν ένα γκολ. Ich habe von den drei letzten Fragen gesprochen. Jetzt lasse ich doch noch kurz Nachspielzeit zu, weil der Kollege aus Griechenland sich gemeldet hat. Und kurz noch Mani Hendriok, das wären dann die Fragen. Αν σκέφτεται αύριο να κάνει κάποιες αλλαγές λόγω και της κόπωσης, όπως είπε πριν, ότι έχει ομάδα, έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Και ποιος είναι ο φετινός στόχος για την Σάλκε στο Europa League? Θέλει να πάει μέχρι το τέλος, δηλαδή να παίξει τελικό? Herr Breitenreiter, für Sie zwei Fragen. Werden Sie morgen die Mannschaft anders aufstellen, auch im Hinblick auf die englische Woche und die wiederholten Spiele? Wollen Sie vielleicht einigen Spielern eine Pause gönnen und andere aufstellen? Und zweitens, was ist das große Ziel von Schalke 04 in der diesjährigen Europa League bis zum Schluss, bis zum Finale? Ja, da haben wir natürlich schon drüber gesprochen, dass wir uns Ziele in Etappen stecken. Unser erstes Ziel lautet natürlich morgen das Spiel erstmal zu gewinnen, aber darüber hinaus die Gruppenphase zu überstehen. Dann wissen wir auch alle, dass in der Euroleague sehr starke Mannschaften vertreten sind und dann benötigt man auch etwas Glück und natürlich weitere gute Leistungen, aber das ist mir noch zu weit weg. Klar ist, dass wir so weit kommen wollen, wie es geht. Also ich denke, das lässt unser Anspruch natürlich schon zu, aber erstmal heißt es, die Gruppenphase zu überstehen. Und die Aufstellung morgen, wenn Sie an den Spielern Pause geben? Die Aufstellung, die erfährt natürlich zuerst die Mannschaft, aber auch da kann ich Ihnen gerne sagen, es gibt bei uns ja auch nicht eine wirkliche erste Elf, sondern unser Kader ist einfach so aufgestellt und das haben die Spiele jetzt auch gezeigt, dass wir auf vielen Positionen einfach doppelt gut besetzt sind und es liegt mir fern, dann von einer A-Elf oder B-Elf zu sprechen. Nein, da sind wir alle auf einem ähnlichen Niveau und deswegen werden wir auch morgen eine A11 auf den Platz schicken, die das Spiel versuchen wird zu gewinnen. Ξεκινώ με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας.
κοιτούμε πάντα βήμα-βήμα. Ο πρώτος μας στόχος είναι να κερδίσουμε το ευρύνο παιχνίδι. Μετά είναι να προχωρήσουμε στη φάση, να περάσουμε τη φάση των ομίλων. Ξέρουμε ότι στο Europa League παίζουν πολλές και δυνατές ομάδες. Χρειάζεται κανείς και λίγο τύχη για να προχωρήσει. Αλλά ο πρώτος μας στόχος είναι να περάσουμε, να προκριθούμε στη φάση των ομίλων και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Τώρα για την ενδεκάδα αύριο, την οποία βέβαια δεν θα πω τίποτα γιατί θα την μάθει πρώτη η ομάδα. Αλλά πρέπει να πω ότι σε πολλές θέσεις στο ρόστερ μας έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Έχουμε παίκτες που μπορούμε να τους εναλλάξουμε. Δεν μιλώ λοιπόν για μία πρώτη ή δεύτερη ενδεκάδα την οποία έχει η ομάδα. Αύριο στο γήπεδο θα παίξει η πρώτη καλή ενδεκάδα. Und die Fragerunde beschließt, wie von mir angesprochen, Manny Henrik. Hat sich im Grunde durch die vorherige Frage eigentlich erledigt. Die Pflichtfrage, die wir normalerweise am Anfang haben, gibt es irgendwelche personellen Ausfälle, außer Sidney Sam, der angeschlagen ist und nicht trainiert hat, ist noch jemand dazugekommen? Nein, also, muss man kurz überlegen. Bisher nicht. Wir trainieren ja jetzt ja gleich nochmal eine gute Stunde. Alle sind wohlauf, alle sind voller Lust, morgen auflaufen zu wollen. 11 geht, 11 Spieler können es leider nur von Beginn an zumindest. Und entsprechend dem sind wir sehr froh, dass wir bis auf die ja, Langzeitverletzten, deren Verletzungen man natürlich nicht vorhersehen kann, die dann einfach Pech sind, wir momentan sehr, sehr gut fahren, was Muskelverletzungen angeht, da ist gar nichts, trotz der hohen Belastung und so soll es natürlich gerne weitergehen. Μια ερώτηση προς τον προπονητή. Εκτός από τον Σαμ, ο οποίος είναι τραυματίας, υπάρχουν και άλλοι τραυματίες. Έχετε κάποια προβλήματα τραυματισμών, άλλα? Όχι. Τώρα θα ακολουθήσει η τελευταία μας προπόνηση. Όλοι οι παίκτες είναι καλά. Υπομονούν να παίξουν αύριο. Βέβαια, δυστυχώς μόνο 11 θα ξεκινήσουν αύριο, αλλά όλοι οι παίκτες νιώθουν καλά. Οπότε, παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια που είχαμε τώρα τελευταία, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών στους μίας κτλ. Των παικτών. Οι υπόλοιποι είναι όλοι καλά.